So, meine Freunde, es geht weiter. Ich werde erstmal wieder etwas frühstücken hier. Einen Kamillentee zu mir nehmen und noch ein paar Eier. Und dann nehme ich mal noch einen Trank. So, und jetzt muss ich aufpassen, wo dieser blöde Vogel ist. Jetzt muss ich aber von vorne, gehe ich jetzt durchs Tor. Mal was zum Hochjagen. So, also müssen wir mal schauen, wenn man jetzt von unten kommt. Jetzt liegen so, ne, das sind nicht meine Toten. So, aber irgendwie müssen wir jetzt hier hoch. So, wo ist denn dieses blöde Viech? Blödes Viech. Das machst du immer mit mir und nicht ein zweites Mal, dass du mich hier hin überraschst. Ding blödes. So, jetzt müssen wir aber trotzdem weiter nach unseren. Hat er aber uns. Haben wir aber auch einen halben Zeug verloren. Jetzt müssen wir uns erstmal in eine stille Ecke setzen und müssen mal sehen. Ah, nee, es hat er jetzt geschmissen. Die brauche ich doch jetzt nicht, die Kette. Ach, der Eins will ich doch. Ob hier noch irgendwas ist. Nee, gut. Und müssen mal schauen, was wir hier rausschmeißen können. Was ist denn das? Nitrat. Raus, das haben wir selber hergestellt. Den Hasenschwanz, den können wir wegschmeißen. Eier. Haben wir eigentlich genug zu Hause. Raus. Den Safran zu Leitnersdüt löschen. Den roten Stoff behalten wir. Den müssen wir nämlich auch erst färben. Die Hölzer löschen. Die Bücher. Die ich auch löschen. Das Salz tun wir löschen. Gut, jetzt haben wir. Was ist denn das? Das ist Leder. Oder was ist das? Leder haben wir selber genug. Löschen. Wir haben 50 mal Metall. Ne, man nimmt den mal mit. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gelöscht hier. Das Glas behalten wir. Den Stoff behalten wir. Die Knochen haben wir eigentlich. Löschen. Giftsäcke behalten wir. Die Schuppen, die wir löschen. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen was aufgeräumt hier. Und jetzt müssen wir uns wirklich damit erstmal schauen, wo das hier weitergeht. Also, hier draußen ist nichts. Nee, hier sehen wir nichts, was da, wo man irgendwas umschalten oder wo man was schalten kann. Nee, da ist kein Schalter. So, also hier ist nichts. Den haben wir.
So, wenn wir das jetzt hier weghacken, da kommen die Blitze, denke ich mal. Die sind aber weit oben, da können wir doch unten drunter durchlaufen. Da oben, da haben wir einen. Oder erscheint er erst, wenn wir das Zeug freigelegt haben. Gut, jetzt haben wir den. Den hätten wir jetzt. Nummer 3. Hier ist nix. Den hier drinnen haben wir betätigt. Jetzt sind hier die Blitze. Irgendwo muss jetzt hier noch ein vierter Schalter sein. Oder hat das wirklich was mit den Kugeln zu tun, dass die noch nicht kommen? Hier hausen, oh Leute. Gut, jetzt haben wir ihn gefunden. Jetzt kommen auch die Kugeln. Aha. Gut, also machen sie uns den Weg, den Eingang nicht allzu einfach. So, alles klar. Wir sind auf alle Fälle mal drin. Das Rätsel haben wir schon mal gelöst. Haben wir uns ein bisschen schwer getan, aber so, jetzt müssen wir bestimmt hier rüber. Dann auf einen Haken, genau, und jetzt hier hochklettern. Das geht ja nun wieder einigermaßen. So, hier rüber und hoch und rüber. So. Hier hin. Ach, na, hoffentlich ist das der Kleider da drüben. Werden wir gleich sehen. Was? Stachelboden. Fernkampfwaffe. 25. Ein Bogen. Ein anderer Bogen. Den nehmen wir natürlich auch mit. So. Müssen wir jetzt weiter nach oben? Geh in den Sonnentempel. Na gut, wir sind ja drin. Gut. Jetzt müssen wir sehen, wie wir. Hier muss es doch noch irgendwie nach oben gehen. Aber wie? Sollen wir jetzt hier weiter hochkommen? Nee. Hier kommen wir auf alle Fälle mal nicht lang. Es muss dann von draußen irgendwo weitergehen.
Da schauen wir mal, da schauen wir mal. Auf alle Fälle müssen wir hier irgendwo hoch, denke ich mir. Gut, aber ehe wir jetzt hier alles kurz und klein hauen, würde ich sagen, wir müssen uns das hier mal genauer anschauen. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Sieht man aber auch nichts. Die Kiste. Ortspulver. Und Blitze. Ah, oh, hier haben wir doch. Da kriegen wir. Da kriegen wir doch bestimmt den Kleider bei dem blöden Vogel, oder? Abgestürzt. Abgestürzt. In dem kriegen wir in dem komischen Nest den Kleider. Also wäre ja eigentlich logisch. Plündern. Mm-mm. Da unten ist eine Kiste. Da ist er bestimmt auch nicht drin. Man weiß es nicht. Plündern. Knochen. Na ja, gut. Noch was gibt's ja nicht zu plündern. Ich hätte mir ehrlich gedacht jetzt, dass wir hier in dem Nest von dem Vogel und dem Drachen den Dings finden. Ah, hier ist erstmal ein Haken. Da müssen wir hoch, alles klar. Dittrich, zum Glück haben wir Dittriche dabei. Ansonsten hätten wir genug Metallschrott dabei. So. Ah, wir gucken erstmal hier raus, was hier kaputt zu machen ist. So, was ist hier? Gar nichts. Hier geht es nicht höher, ne? Ach, hier ist noch mal ein Haken, alles klar. So, ich denke mal, wir müssen noch nach oben. Dann müssen wir. Genau, jetzt sind wir hier oben. Da hinten ist eine Kiste. Eine goldene Kiste. Ich hoffe mal, dass er hier drin ist. Geisterkleider, ehrlich klar, wir haben den Geisterkleider. Wir haben den Quest abgeschlossen, meine Freunde. Gut, das hätten wir. Dann war ja hier unten irgendwo noch eine Kiste. Wollen wir die, müssen wir uns das unbedingt antun, dass wir da abstürzen? Glaub's nicht. So, jetzt müssen wir bloß hier irgendwie wegen der Kiste, wo vielleicht bloß Bomben drin sind. Wir müssen auf alle Fälle ja auf alle Fälle erstmal wieder runter. So, ja, theoretisch könnte man ja von hier zu unserem. Wo haben wir denn unsere Flamme? Ja, auf die Karte gucken. Diese Richtung. Diese Richtung. Halt, wir legen uns mal einen Wegpunkt. Ach nee, hier. Knochenfort. Das ist ja hier unten. Und das ist doch Sonnentempel. Alles klar. Legen wir uns mal einen Wegpunkt. Dann werden wir ja sehen, ob wir dahin. Wir könnten ja auch einfach dort rüber reißen. Da wären wir ja eigentlich schon fast wieder. Aber wir schauen erstmal nach unten, ob wir hier irgendwie runterkommen. Alle Fälle konnte man jetzt hier runter. Ah, hier können wir runter gehen, alles klar.
Und da schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo was finden. Ich glaube es aber nicht. Janos. Hier draußen ist da hier noch was. Da ist bloß ein Haken. Wenn wir jetzt einmal hier sind, da schauen wir gleich mal, ob wir noch irgendwo die komische Truhe sehen. Da unten ist noch eine Truhe. Kommen wir da so ohne weiteres hin? Ich glaube es noch nicht mal. Aber da finden wir vielleicht ein paar Bomben oder sowas. Aber hier geht es nochmal. Nee, geht es nicht die Treppen runter. Ich habe gedacht, hier geht es die Treppen runter. Das können wir nochmal mitnehmen. Da ist auch noch was zu mitnehmen. Verfetzen, getrocknetes Fell. Wenn wir das jetzt alles noch zerlegen, können wir machen. Solange wir noch Platz haben, können wir es ja noch mitnehmen. Das ist auf alle Fälle alles Schrott. Schrott kann man eigentlich immer gebrauchen. Aber hier wird nichts drin sein. Was ist hier die Kletterwand? Ach, dass man hier hinkommt. Ja, da ist aber nichts weiter. Alles klar, gut. Komm, du kannst runterspringen. Oh, spring doch mal runter. Komm. Hopp. Da. Naja, da kommen wir doch noch an diese Truhe hier dran, denke ich mal. Komm, hier hin. Jawohl. Und jetzt hier runter. Komm, dann nimmst du noch mit. Ah ja, Bomben, wusste ich, dass wir da noch mal Bomben finden. Gut. Naja, braucht er noch die Knochen. Das Zeug nehmen wir alles noch mit. Wenn es hier schon mal rumliegt, nehmen wir es auch noch mit. So, mehr haben wir aber jetzt hier nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, jetzt werden wir uns hier mal ganz, ganz gekonnt verabschieden. Aus dieser Gegend hier. Hier sind noch ein paar Krüge, die wir zerlegen können. Haben wir noch mal Papier gefunden. Rucksack voll, alles klar. Mal gucken, was wir noch mal rausschmeißen können. Aus dem Rucksack. Ach, da ist ja wieder Zeug drin hier. Oh, ja, 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 ja. Was ist denn das? Eine Erfahrungsschriftrolle. Die können wir gleich mal verwenden, benutzen. Bringt uns zwar nichts mehr. Wir sind ja schon auf Stufe 25. Aber das Papier können wir noch mal mitnehmen. Ich weiß nicht, für was wir das mal verwenden können. Rott und Fetzen können wir auf alle Fälle noch mitnehmen. Hier. Gut. Rott nehmen wir mit. So, das sollte jetzt gewesen sein, meine Freunde. Ich reise jetzt erst einmal ganz gekonnt zurück. So. Wir wandern hier runter. Ja, ja. Richtig, brenn noch in die Blitze rein. Gott, können wir auf alle Fälle mitnehmen. Warum gibt es hier so viel Schrott? Gut. Ach, Holz haben wir auch schon wieder aufgesammelt, alles klar. Gut. Und wir rüsten uns auch gleich mal aus mit dem. Hätten wir ja gleich mal von oben her probieren können, den neuen Kleider. Gut, wir rüsten uns jetzt mal mit dem neuen Kleider aus. Wo ist er? Hier. Oder müssen wir den erst bauen? Nö. Der ist verfügbar. Ausrüsten. Jetzt haben wir den ganz neuen Kleider. Oh ja, da fliegt sie schon ganz gut, würde ich sagen.
Jetzt ist der nochmal hier abgestürzt. Aber zum Glück neben unserer Flamme. Das kann es ja wohl nicht sein. Also, wie dumm muss man sein, frage ich mich, meine Freunde. Oder? Es fällt bloß noch, dass wir uns jetzt den Todespunkt dort oben hingestellt haben, wo wir abgeflogen sind. Und das ist genau der Fall. Da haben sie uns den Todespunkt dort oben hingestellt, wo wir weggesprungen sind. Du latsch mal nochmal dort auf und müssen uns nochmal diesen Mist holen. So, und wo haben wir denn hier? 47 Meter. Da oben irgendwo ist der Todespunkt. Gott. Ja, ja, brech doch nochmal die Knochen. Du alter Spinner. Ach ja. Irrlicht. Komm, nimm ein Irrlicht, mein Freund. Ah, das ist jetzt wirklich wieder Unvermögen. Unvermögen ist das. Die blanke Dummheit war das jetzt. Ehrlich. Hier ist er. Gut. Alles klar, meine Freunde. Ich habe meinen Todespunkt nochmal wiedergefunden. Jetzt fliege ich. Aber ich wollte ja eigentlich. Eigentlich wollte ich ja nur dort rüber, um die Flamme wegzumachen. So. Da werden wir es doch nochmal probieren. Dass wir dort überfliegen. Alles klar. Gut, jetzt sind wir vorher. Vorher sind wir jetzt gelandet. Oder beziehungsweise hat uns der Felsen aufgefangen. Nicht, dass wir wieder irgendwelchen Mist machen. So, jetzt muss ich nämlich sehen, wie ich mein Zeug wieder mit wegkriege hier. Was habe ich denn drin, was ich rauspacken kann? Ah ja, die Glas. Ne, ja, die Knochen, die kommen raus. Die Stöckchen löschen. Und die Stöckchen kommen raus. Das ganze Holz kommt raus. Löschen. Alles klar. Und jetzt kann ich nämlich meine Werkbank wieder aufnehmen und mein Bett wieder aufnehmen. Die Flamme können wir löschen. Tilgen wir jetzt. Flamme tilgen. Hier brauchen wir ja eigentlich nicht nochmal. Oder gibt es hier einen Moment? Nee, eigentlich nicht. Flamme tilgen. Flamme tilgen. Wir tun die Flamme jetzt hier weg. Und ich glaube nicht, dass wir noch mal hier runter müssen. Ah, das war natürlich wieder eine ehrlich glänzende Aktion, die ich heute hier durchgezogen habe. Dreimal nur aus eigener Dummheit gestorben. Gut. Jetzt schauen wir noch mal auf die Karte. Da ist zwar noch was. Was ist denn das wieder? Hier ist noch eine. Aber da können wir von hier oben hinreißen. Da machen wir jetzt gar nichts. Das ist hier. Gibt es jetzt noch irgendein anderes? Ne, jetzt haben wir noch einen Quest. Gut, wir reisen jetzt erstmal nach Hause. Genau, wir reisen jetzt. Hier ist nämlich auch noch Manators schreiender Flamme. Und hier sind auch noch Fragezeichen. Ach ja, wir haben eigentlich so gut wie viele, hier müssen wir noch in diese Richtung, da haben wir ja so gut wie noch, da ist noch eine ganz schön schwarze Ecke hier hinten. Aber ich schätze mal, das wird noch in den nächsten Wochen wird da bestimmt noch irgendwelcher Content kommen. Das kann ja nicht sein, dass es schon zu Ende ist. Guckt euch die Karte an, wie weit nach oben das noch geht, was nur noch für dunkle Flecken haben. Wir haben ja noch nicht mal, also ich möchte es nicht übertreiben, aber wir haben noch nicht die Hälfte der Karte erkundet. Wenn wir jetzt hier sehen, wie weit wir noch nach oben können, wir können leider nicht weiter rauszoomen, damit wir die Karte in der Größe sehen.
Aber da wird schon noch einiges kommen. Ich schätze mal, es wird auch hier unser neuer NPC, den wir holen, der wird uns auch noch ein paar Quests geben. Ich muss sagen, ich habe mir zwar schon mal angeschaut auf YouTube, wie es in dem Dungeon ist, aber mehr auch nicht. Ich habe mir noch nichts angeschaut, wie es danach weitergeht. Ich bin immer noch im Prinzip blind. Ich versuche so gut wie keine Informationen, also über YouTube von irgendwelchen anderen Let's Playern irgendwelche zu holen. Außer was ich auf Eurogamers lese, aber da ist schon seit Monaten jetzt Stillruder See, da ist nichts dazu gekommen. Die haben da irgendwann Anfang März damit aufgehört, das zu aktualisieren. Da gibt es nichts Neues. So, wir reisen jetzt erstmal nach Hause. Ich spiele das eigentlich so, ich sage es jetzt mal so, wie ihr das auch spielt. Wenn ihr euch das Spiel kauft und anfangt, so habe ich das, spiele ich das Spiel auch. Ohne Netz und doppelten Boden. Deswegen sind wir jetzt auch schon bei der 100. Folge oder 102. oder 103. Ich weiß es jetzt gar nicht, weil ich muss mir alles erarbeiten, was in diesem Spiel ist. Das macht ja auch den Reiz des Spieles aus, dass ich nicht alles mir irgendwo anschaue, wo ist was, wie kann ich dorthin kommen, wie kann ich dorthin kommen. Da brauche ich das Spiel nicht zu spielen. Wenn ich mir überall Informationen hole und dann sage, ja, ich hab's in 100 Stunden durchgespielt. Naja, gut. Wer es braucht, ich spiele lieber so, dass ich meinen Spaß daran habe, alles erkunde und alles entdecke. Das ist für mich das Wichtigste. So, meine Freunde, jetzt sind wir zwar schon durch unsere Laberei bei 27 Minuten Aufnahmezeit. Ich habe jetzt nichts weiter. Wir gucken noch mal gemeinsam zu unseren NPCs, ob die noch irgendwas für uns haben. Der Alchemist, der hat uns ja die Quest gegeben. Ne, der hat eigentlich auch nicht mehr. Hörer, gute Arbeit, alles klar. Der hat nichts für uns, alles klar. Ich mache die Tür wieder drüben, nicht dass es zieht. Ja, ist aber. Jetzt wollte ich eigentlich von draußen die Tür. Gut. Na komm mal. Oh, nein, wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, gut. Habe ich mir so einen schönen Haken dran gebaut. Da müssen wir auch mal verwenden. Ja, ja. Gut. So, jetzt schauen wir mal zum Nagellutscher. Zum Nagellutscher. Der hat eigentlich auch nichts. Du brauchst meine Hilfe. Nö, eigentlich nicht. Du hast nichts für mich. Du hast keinen Quest für uns. Nix. Gut. Mach's gut, mein Freund. So. So, Jägerin. Die hat auch nichts für uns. Ich höre zu. Alles klar. Mach's gut. Da müssen wir einmal jetzt, wenn wir Flachs ernten, müssen wir mal Zeug produzieren. So, ne, ich sehe es schon, die Bäuerin hat auch nichts. Geduld und Fürsorge, mein Freund. Gut, da werden wir uns mal demnächst was Schickes zu essen machen. Gut, ich lege mich jetzt hin. Der Oswald hat auch nichts für uns. Dann werde ich offline den ganzen Kram erstmal verräumen hier, damit das wieder ein bisschen Ordnung bei uns. Ich werde auch die Öfen bestücken und alles, was ich produzieren kann, werde ich mich mal drum kümmern. Weiß ich nicht, kurz, hab nicht so eine große Küche. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann aber wirklich mit Sicherheit in die Halle der Erloschenen.
Und da werden wir den letzten NPC uns holen. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, aber das ist wahrscheinlich so ein, wie ich schon mitgekriegt habe, so ein Gerippe, so ein halbes Gerippe. So, alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's definitiv in die Halle der Erlöschten. Alles klar, ich sage dann mal tschüss. Bis zur nächsten Folge.